Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Adobe Premiere Pro Tutorial. Ja, heute möchte ich euch gerne mal den Zoom Jump Cut mal zeigen, wie der funktioniert. Bietet sich sehr gut auch an, wenn man Videoschnitte machen möchte und setzt und dann halt gleich einen Jump Cut machen will und den draus reinzoomen möchte. Bietet sich ganz gut an, wenn man schöne Videos machen möchte oder das näher rangezoomt haben möchte. Deswegen möchte ich euch das mal ganz kurz mal zeigen, wie ich das meine. Ich habe schon mal einen Clip hier reingeladen und damit ihr mal seht, wie ich diesen Zoom Jump Cut gemacht habe. Ihr seht den Clip hier mit dem Tiger hier. Na, das ist jetzt ganz normal und jetzt springt er gleich hier rüber auf den Zoom Jump Cut. Da seht ihr es. Dann habt ihr einen Schnitt gemacht und gleich dieser Schnitt ist dann halt rangezoomt. Na, und gleich geht er wieder auch zurück, ist er wieder ganz normal. Seht ihr? Das meine ich mit dem Zoom Jump Cut. So, wie der funktioniert, das möchte ich euch gerne mal zeigen. Deshalb mache ich erstmal hier alles weg. Wieder auf normal. So, wir setzen erstmal hier einen Schnitt hin. Ne? Schauen uns das mal hier an. So, zack, dann machen wir hier einen Schnitt. So, und dann gehen wir ein bisschen weiter vor. Und dann setzen wir den Schnitt hier hin. So. Das war es dann auch schon. Und dann gehen wir dann noch unter an den Effekteinstellungen. So, unter den Effekteinstellungen gehen wir auf Skalieren. Und wir skalieren jetzt mal auf 130 mal rein. So, dann seht ihr, dass es dann gleich reingezoomt. Ihr könnt natürlich auch diesen Zoom Jump Cut auch natürlich auch herauszoomen. Ne, also das heißt, ihr müsst nicht immer heranzoomen, ihr könnt es auch rauszoomen. Ne, das funktioniert natürlich auch. So, und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann können wir es noch ein bisschen noch hier mit der Position noch rumspielen, damit wir das Video natürlich hier gut positioniert haben. Das machen wir dann mal hier. So, zack, seht ihr. So, und das war auch schon das Ganze. Und jetzt spielen wir das Video nochmal von vorne ab. Ihr seht, der Tiger kommt so rein und dann zoomt er komplett rein. Durch den Jump Cut wird er gleich herangezoomt. So, und das könnt ihr natürlich mit jedes Video halt oder mit einem Videoclip dann machen. So, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen, wie der Zoom Jump Cut funktioniert. Wenn euch das Video dann gefallen hat, dann würde ich mich gerne wünschen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert meinen Kanal gerne. Und schaut auf jeden Fall in meine Playlist rein, da habe ich weitere Premiere Pro Tutorials drin. Die blende ich euch nochmal ein und da könnt ihr nochmal gucken, was euch so noch gefällt und gebrauchen könnt oder was ihr noch lernen wollt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen, bis dann und tschüss.